Jo, und laut Leute, willkommen. Im Hintergrund läuft gerade Musik. Die wunderschöne Musik von Sims 4. Und wir sehen ja hier, ist hier unser Haus mit den ganzen Lampen und so. Ich muss mir extra überlegen, wie ich das hinkriege. Weil so ganz gefällt mir das noch nicht. Ich bin gerade wieder ein bisschen abgehakt. Mir im Hintergrund hört eine schöne Musik von Sims 4. Wir gehen mal ein bisschen nach oben. So, schalten wir Nachmittag ein. Ich möchte noch etwas machen und zwar. Ich möchte hier noch eine Wand reinhauen. Und ich lege jetzt einfach mal wieder los. Gerade lädt übrigens meine 25. Folge hoch. Meine 25. Folge lädt gerade hoch von Sims 4. Die Feier von Sims 4. Was soll ich dazu noch sagen? Ich war denn, dass ich schon so viel hochgeladen habe. Guckt euch mal das jetzt an von außen. Das sieht echt bescheuert aus. Also, vom Baustil. Hier werde ich übrigens eine Terrasse hinbauen. Danach werden wir erstmal pleite sein. Aber dafür ist das Haus schon 99.000 wert. Das heißt, auch wenn wir danach vielleicht mal pleite sind, wir werden danach auf jeden Fall Geld haben, wenn wir das Haus irgendwann verkaufen sollten. Und das ist natürlich mein Ziel. Das ist mein Ziel. Hier kommt einfach eine Terrasse hin. Das sieht dann einfach schon mal viel besser aus. So. Halt auf diesen auf dieser Fläche habe ich die Möglichkeit ein Haus hinzubauen oder die Wohnung praktisch für meine Freundin und mich hinzubauen, also für meine die Freundin meines Sims und mich die Wohnung dahin zu bauen, eben das ist eben die Fläche, die sich hier bietet. Und im Hintergrund läuft gerade die Musik, die kann vielleicht mache ich noch über die Schlüssel bemerkt. Okay, dann muss ich leider rückgängig machen. Und dann muss ich halt das Ding hier raus machen. Das sieht echt scheiße aus. Entschuldigung, wie die Autobörse, aber. Alter Leute, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schön aus, wenn man das als schön bezeichnen kann. So, zack. So, hier kommt natürlich noch ein Garten hin. Ich muss hier echt noch ein bisschen gucken, dass ich das hier noch ein bisschen schöner mache, weil ich finde, das sieht gerade echt ein bisschen kotzig aus. Ja, das ist nicht gerade gelungen bisher, finde ich. Und dann gucken wir mal.
Wieso ist jetzt dieser Boden noch da? Danke. So, besser. Und dann setzen wir da mal das Dach drauf. Okay. Das wird auch nicht. Ich muss mich gerade konzentrieren, da bin ich etwas leider. Also Leute, ihr könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber das sieht echt. Ne, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich kotze das nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich von diesem Haus halten soll. Guckt euch mal die Scheiße an, Leute. Alter, ich weiß nicht. Das ist das neue Haus. Ja. Heute Morgen stimmt nicht ganz so meins. Wenn man sich das mal anguckt von der Ferne, das ist eine ganz komische Missbildung. Also ich weiß ja nicht. Was ist das? Alter, das ist doch nicht schön. Jetzt gucken wir mal kurz. Irgendwann dann ja eben eh umziehen von dem her. Und ja, was soll ich sagen? Ich werde jetzt das hier noch kurz hier hochkopieren und auch das. So Leute, dann haben wir nämlich schon mal ein Fenster. Und wir machen jetzt einfach mal hier überall Fenster rein. Die können wir ja dann nachher wieder löschen, weil ich brauche jetzt irgendwann nur genug Fenster, damit es immer ein bisschen heller wird. Leute, das wird wieder so eine Bausequenz. Das heißt, ich werde wieder viel bauen in den nächsten Folgen. Und das mag man ja schon. Ich werde hier. Ich bin noch am Überlegen. Ich habe ja jetzt da viel Platz und da kann ich ja jetzt extra gestalten. Ich habe da ja keinen Eingangsbereich, der wäre ja normalerweise hier in der. Ne, hier ist ja das Gaming. Hier ist ja das Büro vom Ami. Aber. Ich habe keinen Eingangsbereich hier, das heißt, ich habe da ein bisschen mehr Platz und halt noch einen Balkon. Ich glaube, die Fensterfront lasse ich sogar. Die gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut. Nur, ich muss überlegen. Ich glaube, hier kommt das Schlafzimmer hin.
Jetzt warte ich erstmal kurz mich um die Einteilung der Zimmer kümmern. Ich weiß nur noch nicht, ob ich hier noch mal eine Küche einbaue. Im Wohnzimmer wahrscheinlich schon, weil das Wohnzimmer unten ziemlich klein ist. Von dem her, das Wohnzimmer könnte ich. Das mache ich mal weg. Das Wohnzimmer könnte ich jetzt hier hin machen. Das Wohnzimmer könnte ich. Schade, dass man das da unten nicht ausblenden kann. Aber egal. Ich muss gerade echt überlegen, soll ich noch mal eine Küche einbauen? Oder hält das lassen? Also ich weiß ja nicht, Leute, aber das da, das gefällt mir so überhaupt nicht. Okay, dann lade ich. Das Land nicht einfach so wegbricht, Leute. Ich weiß ja nicht genau, ob das so die beste Lösung ist. Ich würde mich gerade echt konzentrieren, weil das ist gar nicht mehr so einfach. So. Ich glaube, ich werde das Schlafzimmer noch, sogar noch eins weiter. Noch ein bisschen erweitern. So. Und so sieht das Schlafzimmer gut genug aus. Das sieht vor allem ziemlich gut aus, wenn man da direkt eine Luft spielt. Und an dem Ende eine gute Statik und dem einfach auch nicht miteinander fallen. Und jetzt machen wir folgendes, und zwar und jetzt wird hier das hier ich muss mich gerade echt ein bisschen konzentrieren. Und jetzt ich wollte mal kurz gucken. Und zwar, ich muss hier
Also ich bin gerade ein bisschen still, weil ich mich einfach konzentrieren muss. Ich wollte mich gerade einfach ein bisschen konzentrieren auf die so denkt man. Und zwar hier wird dann noch ein kleines Fenster eingebaut. So, hier kommt dann auch ein kleines Fenster hin. Dann auch so ein Fenster hin. Das geht nicht. Dann kommt einfach zwei Einzelfenster hin. Jetzt haben wir noch 50.000. Aber hier, wir haben bald die 100.000 bei dem Haus. Von dem her ist das gar kein Problem, wenn wir jetzt echt ein bisschen Geld ausgeben. Weil wenn wir das dann irgendwann verkaufen sollten, irgendwann irgendwie umziehen sollten. Ich habe euch ja schon mal meine Pläne gezeigt, dass ich dann mal. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Ich habe euch ja schon mal mein Haus gezeigt. Ich kann euch auch gerne noch mal zeigen kurz. Ich weiß gar nicht mal, wie lange die Folge schon geht. Ja, okay. Schon so lange. Aber ich mache einfach die Baufolgen mal sowieso ein bisschen länger, weil da ja nicht so viel passiert. Und je länger ich die Folgen mache, desto schneller bin ich auch fertig, desto weniger Folgen brauche ich dann dafür auch. Von dem her, ja. So Leute, also. Ah! Entschuldigung. Meine Bibliothek und dann meine geräumige Residenz. Da will ich irgendwann mal einziehen. Das Obergeschoss ist noch leer. Das Untergeschoss habe ich schon gemacht. Das alte Erdgeschoss. Und hier seht ihr einen Weihnachtsbaum. Da habe ich gesagt, warum nicht? Vor ein paar Wochen war Weihnachten und jetzt meint das eben. Den kann man natürlich rausschmeißen oder kann dann auch mal eine Weihnachtsfolge machen. Wenn auch Weihnachten dann schon vorbei ist. Und dann schon vielleicht wieder auf Februar, März zugeht. Ich weiß nicht, wann ich dann die Haus streamen hatte, aber eigentlich habe ich schon vor. Aber jetzt wollen wir eine gewisse Zeit lang in dem Haus bleiben hier. Und das. Ich meinen Plan. Ja, das ist schon mein Plan. Und jetzt, ich möchte jetzt das hier noch anfangen. Diesen Boden möchte ich jetzt auch rot machen. Denn, so wie das hier einfach ungefähr. Nee, das will ich nicht. Ich hätte gern die Farbe, diesen Boden, den Boden hätte ich gern der Farbe und war komplett. Nee. Nee, das ist nicht das, was ich will. Das ist dann eigentlich der etwas andere Boden, das finde ich auch mal cool. Nee, nicht mal anders, Leute. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Das ist sehr schade. Nee, das wird zu kalt. Besser. 120 verloren. Egal. Na Leute, ich habe keine Ahnung, was brauche ich hier alles rein. Auf jeden Fall ein Gaming-Zimmer, das wird dann wahrscheinlich. Das Zimmer sein. Und dann machen wir das hier mal so. So rund muss ja auch nicht sein. Dann kann man nämlich hier noch was reinmachen. Ah, das ist schon auch klein. Das muss ich mir noch überlegen, wenn das Zimmer einer. Einteilung hier kommt auf jeden Fall das Schlafzimmer rein wahrscheinlich.
So was hier als Gaming-Zimmer, ne, das ist gar nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute, wie ich das machen soll. Das sieht schon irre aus, muss ich sagen. Das ist Wahnsinn. Das ist doch eine Wahnsinn. Die Fenster hängen einfach in der Luft. Also, wow. Dass das hält, das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber mir gefällt es schon ziemlich gut. Ja, ich habe jetzt halt nicht so wieder keine Ahnung, wie ich das Haus gestalten darf. Das sieht natürlich schon ein bisschen doof aus, ja, aber vielleicht kann man ein paar Wände dahin bauen. So. Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Nee, das geht nicht so. So geht das nicht. Und wenn ich das so mache, dann geht das auch nicht. Das geht überhaupt nicht so. Und wenn ich das so mache, also, dann soll es doch gehen. Dann geht's auch nicht. Also, das ist doch schrecklich, Leute. Das ist absolut schrecklich. Also, das ist schlimm. Jetzt habe ich eine andere Idee. Und zwar, es sieht jetzt bisher noch nicht so toll aus, aber ich habe da schon meine Ideen und ich werde daraus was Gutes machen. Und zwar werde ich jetzt da einfach wirklich Wände reinhauen und dann dafür dann genau. Das ist natürlich jetzt schade, dass ich den Treppen so ein bisschen blockiert, weil es ist gerade so schön, wenn es dann eine Möglichkeit geben würde, dass man, ich weiß nicht, ob das gut aussieht, Leute, aber es ist mir egal auch, weil ich finde es so eigentlich ziemlich schön und jetzt noch das Beste daraus, wir haben noch das Beste daraus gemacht. Und
So. Nein. So, aber das ist natürlich schon ein bisschen bescheuert aus, aber ist mir eigentlich egal, Leute, das. Es hat mir auch nicht so gut gefallen vom es hat mir einfach auch nicht so gut gefallen Es hat mir auch schon nicht so gut gefallen und so ist es noch relativ gut. Das ist dann natürlich das Problem. Und dann wollte ich das Innere noch gestalten, Leute. Also von dem her, wir haben dann eine Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Ich habe jetzt nicht so viel geredet, weil ich echt konzentrieren musste, weil ich da echt überlegen musste, wie mache ich das am besten. Ich werde auch versuchen, die Monist Geld zu ziehen. Das habe ich in einer der ersten Folgen mal gemacht. Aber das wollte ich versuchen, nicht zu machen. Und ansonsten dann bin ich halt pleite. Aber das ist mir auch egal. Weil wenn wir das Haus hier verkaufen, eigentlich sollte das schon gestiegen sein, aber egal. Ob, ich habe das noch nicht mal gemacht. Also, natürlich gestiegen ist das hier nicht. Da haben wir das auch noch geändert. Das kann ich noch nicht beurteilen, wie viele Toiletten das gibt. Welche Sachen sind das hier? So. Faszinierend. Gucken wir mal kurz das an. Ja, Leute, und zwar, dann ist ein gewagter Umbau. Wir gucken uns das mal komplett an. Da oben ist noch frei. Ich muss kurz hier noch das ändern und danach ist die Folge schon wieder vorbei. So, danke, das muss jetzt noch kurz sein. Das muss ja kurz sein, weil sonst das ist echt weird ausgesehen. So, danke, und das reicht jetzt. Und jetzt. So, Leute, das sieht auch mal schön aus. Und zwar, hier noch ein Fenster. Das passt mit dem. Schade. Und jetzt gucken wir mal kurz.
So. Ach Gott, das wird da nicht drin bleiben. Aber doch, lande drin. So Leute, ich glaube, das reicht jetzt für diese Folge. Ich guck mal, wie lange dauert die schon. Oh, die dauert schon wieder zu lange. Naja, ich habe jetzt nicht so viel geredet. Ich muss mich da immer drum konzentrieren, wenn ich was aufnehme. Von dem her, ja. Ich habe das euch gefallen, ich habe euch gefallen, das gesamte Haus. Ich finde die ein bisschen verrückt aus, natürlich der ganze Schädelwald da, Lichterwald da, hier, der hier. Kommen wir jetzt einfach mal an. Und halt ein bisschen länger die Folge. So sieht das Haus bisher aus. Das wird interessant noch. Nur mal so zur Erinnerung, so sieht das Haus im Original aus. So sieht es im Original aus und wir haben folgendes daraus gemacht. Das hier. Also man erkennt eigentlich nicht mehr, dass das Haus ist im Original. Oder an dem Ding hier. Das ist das Einzige, woran man das noch erkennt. Und deshalb wird auch das geändert. Und von dem her, das ist jetzt das neue Haus. Das sieht komplett anders aus. Oh. Das wollte ich nicht, aber egal. Ja. Also Leute. Man ist unter Haut und dann werden wir beim nächsten Mal weiterbauen, allerdings halt nicht mehr. Oder in dieser Folge nicht mehr. Und ja, auf jeden Fall, ich danke euch fürs Zusehen, macht's gut und ciao.